Herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus. Mein Name ist Cornelius Puschke, ich kuratiere die Reihe hier 100 neue Wörter für zu Hause. Und dieses kleine Tonzeichen, das Sie gerade gehört haben, war das Zeichen dafür, dass parallel auch der YouTube-Livestream läuft. Also sind auch einige Leute online dabei und gucken zu. Den machen wir allerdings nach der Lecture-Performance aus. Es wird im Anschluss auch ein kleines Gespräch geben, also nur das als kleine Vorab-Info. 100 neue Wörter für zu Hause ist ein Projekt, wo es darum geht, mit Lecture-Performances alternative, neue oder ungewohnte Blickwinkel auf das, was wir im Deutschen Zuhause nennen, zu entwickeln. Und 7 Künstlerinnen präsentieren neue Arbeiten, die sie zwischen Mai und November diesen Jahres hier in diesem Saal vorstellen. In der ersten Lecture-Performance W wie Wollmäuse suchte, fand und übersetzte Antonia Bär die möglichen Sprachen der Wollmäuse, die sie in ihrer Wohnung fand. Der zweite Beitrag von Steven Solbrick, Cripping Home, endete nebenan auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, wo er gemeinsam mit Steve Stymest in Laut- und Gebärdensprache eine Gedenkminute zu Ehren der in der Pandemie gestorbenen Menschen mit Behinderung abhielt. Der dritte Teil dieser Reihe kam von Sebastian Schmieg und trug den Titel In den Gefühlsmaschinen. Entlang mehrerer Beispiele stellte er die Geschichte des automatisierten Zuhauses vor und untersuchte dabei den Zusammenhang von Gefühlen und Maschinen. Im Oktober kommt der nächste Beitrag Anfang Oktober von Mediengruppe Bitnik und im November folgen dann noch Nava Ibrahimi und Senturan Varataraja. Ja genau, wie gerade schon gesagt, alle Beiträge werden auf YouTube nicht nur live gestreamt, sondern auch im Nachhinein sind sie verfügbar. Also genau, gerne weiterleiten oder weiterempfehlen, wenn Sie möchten. Der heutige Beitrag kommt von Franziska Pierwas und Siska. Wir haben letztes Jahr im Haus der Kultur in der Welt zusammengearbeitet, wo die beiden für das Projekt Schools of Tomorrow mit Jugendlichen eine neue Sprache entwickelt haben. Und aus dieser Arbeit haben sie ein paar Gedanken mitgenommen und so trägt die heutige Lecture-Performance den Titel B7BK. Franziska Pierwas arbeitet als Künstlerin im Bereich Performance und Installation und mit ihren Arbeiten stellt sie regelmäßig die persönlichen und politischen Beziehungen der Personen in Frage, die an den Performances und Arbeiten beteiligt sind. Siska arbeitet vornehmlich mit filmischen Mitteln und beschäftigt sich besonders mit dem Archiv als erzählerischem Werkzeug. Beide leben und arbeiten in Berlin. Genau, wie gesagt, wir werden noch ein kleines Gespräch im Anschluss machen und wenn Sie Lust haben, bleiben Sie gerne. Es wird auch Getränke hinten noch im Hof geben, sodass wir uns da nochmal wiedersehen können. Jetzt eine gute Zeit. Danke. As-Sayyid al-Masih Palestini. Jesus ist Palästinenser. Abdallah Alib Hiba. Abdallah Herz Hiba. Aina anta ya Hitler? 19.10.2019 M. Badreddin Daria. Wo ist Hitler? Fragezeichen. M. B. Daria. 19.10.019. 10.6.2 K 17 B7 BK A plus N Herz. 2.2.2017 A بحبك L Ali Alib Lulu بحبك Alib بحبك Alib. Ali Herz Lulu 2.2.2017 A liebt L. Maha Lebanon, Aude, Marsad, Maha. Wurde entfernt, der Libanon, zensiert oder wurde entfernt, die Rückkehr, Punkt, Punkt, Punkt. Ali al-Blulu. Ali, Herz, Lulu. Rawad und al-Kosti nekin al-Mantaa. Rawad und al-Kosti ficken den Block. 81 Mo. 81 Mo. Nano Toto Pipo. Nano Toto Pipo. Maha. Wurde entfernt. Raabe. Iza ma fi hub, ma fi hayat. Mo mi alib. Wenn es keine Liebe gibt, dann gibt es kein Leben. Mo mi. Herz. Raabe.
تسنيم بحبك أحمد أبو تيم. تسنيم Quelle des Paradies, ich liebe dich. Ahmed Abu Taim. Aya Bhabik. Aya B7 BK. Das ist die sogenannte Flughafenmauer in Beirut. Diese Mauer ist stadtbekannt und die Mauer trennt das Flughafengelände von einer Schnellstraße in Richtung Südlibanon. Das heißt also, jeder, der in Richtung Süden fährt oder aus dem Süden in die Stadt oder zum Flughafen, kommt hier vorbei. Auf dieser Mauer werden Nachrichten hinterlassen, entfernt und wieder drangeschrieben. Hier herrscht rund um die Uhr starker Verkehr. Die Wände sind dreckig, grau, die Luft ist voller Abgase und da geht auch niemand zu Fuß. Das heißt, diese ganzen Nachrichten werden also aus dem vorbeifahrenden Auto gelesen. Wenn man hier selber einen Tag anbringen möchte, dann kommt man idealerweise mit dem Motorrad oder mit dem Moped, hält an, springt ab, sprüht möglichst schnell, springt wieder auf, bevor einen die Polizei in Zivil oder die Hisbollah anhält oder davon abhält. Seit 2015 sind Botschaften, also politische Botschaften, im Stadtraum offiziell nicht mehr erlaubt. Das heißt, sie werden entfernt. Was bleibt, sind Liebesbotschaften. Die meisten Nachrichten, davon gehen wir zumindest aus, die wir hier sehen, werden von den Anwohnern der umliegenden Stadtviertel angebracht. Das sind eher ärmere Gegenden Beiruts, Halde, Schweifat, die südlichen Vororte. Und diese Stadtviertel sind auch eher konservativ und traditionell. Das heißt, Liebesbeziehungen vor der Ehe finden eher heimlich statt. Ahibbak, aber ahibbik Fufu, Abu al-Ghadab, Masri. Ich liebe dich, Fufu, al-Ghadab, der Ägypter. Tuflati Dalla. أدعي الله أن تكوني من نصيبي بحبك أبو كرش. Baby girl, ich bete zu Gott, dass du mein sein wirst. Ich liebe dich, der Dickbauch. حضل حبك لآخر يوم بحياتي طفلتي الدالة. Ich werde dich bis zum letzten Tag meines Lebens lieben, mein baby girl. نمحى الحاف نمحى هناء حاف شعروني رقم تليفون فرنساوي زائد 33752-6357. Zensiert, Bettdecke, zensiert, Telefonnummer mit französischer Vorwahl, plus 33752635. Hanna Hafesha Shadoni. Lulu Sabe. Lulu, die Schwierige. Sanfura bint Elbe. Schlumpfine. Tochter meines Herzens. Hiba, bhabbik, ma fi aish baleke, ente ruhe mut fike. Hiba, ich liebe dich, ich kann ohne dich nicht leben. Du bist meine Seele, ich sterbe in dir. Mohammed M. Ali, bhabbak, Lulu, bhabbik, insan ma sahem. Ich liebe dich, Ali. Ich liebe dich, Lulu, Strichmännchen. Ein Amor. Heart H.K plus M.E Heart. Herz HK plus ME Herz. Habik. Ich liebe dich. Censored. Raabe, Raabe. Maha, Maha, Maha. Wen terkina, alle mit istifham. Zensiert, zensiert. Zensiert. Wo lasst ihr uns zurück? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Die Möglichkeiten, den Libanon aktuell zu verlassen, sind stark eingeschränkt. Die Grenze im Süden zu Israel-Palästina ist UN-Sperrgebiet und geschlossen. Die Grenzen nach Syrien sind zwar wieder offen, aber von dort aus gibt es kaum internationalen Flugverkehr. Es gibt keinen zivilen Schiffsverkehr von Beirut aus, bleibt also eigentlich nur der Flughafen. Rafi Hariri International Airport, Beirut. Sofern man im Besitz eines Flugtickets und auch eines Visums ist. Der libanesische Pass gilt im Moment als eines der schwächsten Reisedokumente der Welt. Und trotzdem erfährt das Land seit der Explosion im Hafen und der schweren Wirtschaftskrise eine starke Ausreisewelle. Viele Leute versuchen, sich anhand von
gekauften Visas aus dem Land wegzubewegen. Das bedeutet, dass man sich beispielsweise mit einem Golden Visa Portugals oder Spaniens, die kosten dann sehr viel Geld, also beispielsweise kostet ein Golden Visa für Portugal 295.000 Euro, für Spanien 550.000 Euro oder für Griechenland 265.000 Euro eine Staatsangehörigkeit quasi erkauft. Allerdings vergibt die libanesische Regierung seit 2022 keine Reisepässe mehr. Und die Inflation macht es auch fast unmöglich, internationale Flugticketpreise zu bezahlen. Diesen Sommer gab es ein Reisebüro, das hat ein Plakat gehängt. Es war grellgelb und darauf stand in großen Buchstaben: All you need is love. Love wurde durchgestrichen und darüber gesprüht: a passport. Den Flughafen, den wir hier sehen, der liegt circa 9 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, also ziemlich zentral. Und das bedeutet, dass man auch die anfliegenden und abfliegenden Maschinen von der Stadt aus gut sehen kann. Die Mauer, von der wir sprechen, sie liegt jetzt mitten im Bild. Auf der einen Seite die Landebahn, dann der graue Streifen, auf der anderen Seite die Industriezone. Hier in der Industriezone sehen wir einmal Pepsi, Libanon. Das ganze Dach ist mit Solarpanelen bedeckt. Diese Solaranlagen sind da allerdings nicht aus Nachhaltigkeitsbemühungen, sondern ausschließlich als unternehmerische Überlebensstrategie angebracht worden, da die Stromversorgung im Land eigentlich vollkommen zusammengebrochen ist. Der Staat liefert täglich ca. 1 bis 2 Stunden Strom. Und auch die Dieselgeneratoren, mit denen man sich dann als Alternative behilft, haben mittlerweile nicht mehr ausreichend Diesel. In Grau sehen wir wieder die Straße. Und dann, wenn wir weiter auf Google Maps entlang gehen, kommen jetzt in der Industriezone Schlachthöfe und weiter unten Geflügelmastanlagen. Und der freundliche Google-Hinweis: Min hon totla riht al-matar. Ab hier stinkt die Flughafenstraße. Und wenn wir jetzt die Straße ein bisschen weiter runtergehen, ganz im Süden des Flughafens und den kleinen Google-Menschen fallen lassen, dann gibt es nicht wirklich einen weiteren Einblick in die Straße, denn die Straße gilt als Hochsicherheitszone. Das heißt also, Fotografieren und Filmen ist verboten. Mehr als dieses Bild wird man hier nicht sehen. Genau die gleiche Situation, das ist der Abflug aus Beirut, aus dem Flugzeug. Die eine Aufnahme auf der rechten Seite ist aus dem Jahr 2018 und die Aufnahme auf der linken Seite ist aus dem August 2021. Rechts sieht man die recht spektakuläre Sicht auf die Stadt, stark beleuchtete Hotels, Hochhäuser, ganz reguläre Straßenbeleuchtung. Und jetzt das Gleiche nochmal auf der anderen Seite, in einer Stadt ohne Strom, beziehungsweise wo mittlerweile fast jede Stromversorgung zusammengebrochen ist. Also man sieht noch die Sicherheitslichter an den Hochhäusern und die Leute, die sich entweder über Generatoren oder dann vielleicht auch die eigenen Solaranlagen Strom organisieren konnten. Mittlerweile muss man sich das wirklich so vorstellen, von 22 Stunden hat man 2 Stunden Strom des Staats und kauft dann privat 6 bis 10 Stunden, wenn man das Geld hat, Generatorenstrom dazu. Das macht dann ungefähr Kosten von ca. 200 Euro monatlich aus. Und so hat man dann von 24 Stunden, wenn man Glück hat, kommt man dann auf irgendwie 8 oder vielleicht auch 10, maximal 12 Stunden Stromversorgung. Ahdui, ja Lute, ja Ibn al-Manyuke. Ahdui, du schwuler Hurensohn. Raabe, Mommy Love. Mommy Liebe.
رنا الطويل 19/1 سنة الأربع سفورة. رنا دي lange. Das Jahr der vier Nullen. ....1.19. Hashtag عدنا شباب 22 آب. Hashtag wir sind wieder jung 22. August. رأبي. Zensiert. Zensiert. علي ولولو بس. علي und Lulu. Sonst nichts. ناتالي راي قلب. دانا زائد محمد قلب. منير محمد لنا دانا قلب النوشو. دانا دادا ناتالي هيرتز راي لانا موشي gleich هيرتز منير احمد محمد. قلب علي قلب لولو قلب I love you. هيرتز علي هيرتز لولو هيرتز I love you. فيفو قلب. فيفو هيرتز. Happy birthday ب 14/12/1992 سامحيني. Herzlichen Glückwunsch 14.12.92. Verzeih mir. سوريا حرة. Freiheit für Syrien. لولو علي. لولو علي. بحبك يا دب يا بيبي. Baby, ich liebe dich, du Bär, du Baby. يسقط الأسد. Der Löwe, also Bashar al-Assad, soll gestürzt werden. اكتفي بك. Love forever. Du erfüllst mich, Herz, für immer. ابن طريق جديدة مرسي A زائد M ب 11/22. Sohn der neuen Straße, Bezeichnung eines Beiruter Stadtviertels, A plus M, 11/22, Ali Mursi. H&M, Herz, 31/7. رأبي. Zensiert. بحبك يا موت، بحبك موت غريب يا سودا. Ich liebe dich, mysteriöser Tod, du Schwarze. سلام. Friede. ألاء الروح ب 24/3/2017. ألاء, unruhiger Geist, 24.03.2017. محا، محا. مومي حياتي. مومي, mein Leben. بحبك يا علي، بحبك يا أس. Ich liebe dich, Ali. Ich liebe dich, du S. محا. Wurde entfernt. Hashtag عدنا. Hashtag wir sind zurück. طلعت رر. طلعت رقابة. Ihr der Rest wurde zensiert. Höchstwahrscheinlich You Stink, also der Slogan der Müllproteste 2015, als die libanesische Regierung die Verträge der Müllabfuhr auslaufen lässt und das Land über 8 Monate im Hausmüll versinkt. 2016 wurde als Lösung für dieses Problem auf genau der anderen Seite dieser Mauer, der Flughafenmauer, per Notdekret eine Mülldeponie eröffnet. Und seitdem werden dort täglich über 1000 Tonnen Müll angeliefert und sacken auf der anderen Seite ins Mittelmeer. Diese Mülldeponie erklärt auch den unerträglichen Gestank an der Mauer. Die Mülldeponie trägt den Namen Costa Brava, genau wie das daneben liegende Strandbad mit einem herzförmigen Swimmingpool für Hochzeitsfeiern und Geburtstage. Hashtag Adna. Hashtag wir sind zurück. Nadi al-Ahed, Nadi al-Arsat. Ahed's Clique, Club der Fotzen. Hashtag عدنا بكبير. Hashtag wir sind zurück, aber groß geschrieben. رأبي محا لولو. لولو حدرج وعلي الصابع. علي قلب لولو ب 2/2/2011. علي هرتز مت فايل لولو 2/2/2017 لولو ام علي ا. محا تحت التراب جواد وابو شمس مروا من هنا. Wurde entfernt. Punkt Punkt unter der Erde. Jawad und Abu Shamas waren hier. مين سمير؟ Wer ist Samir? سلام لراحل ما رحل ذكره عنا يوما. قلب علاء 24/3/2017.
Grüße an einen, der uns verlassen hat. Aber die Erinnerung an ihn wird uns nie verlassen. Herz Allah, 24.03.2017. وحوش الجبال مروا من هنا. Die Monster der Berge waren hier. Der Igel. Der Adler. I will switch to English. So the video you're just seeing, we actually filmed it in 2021. This was one time from many times we tried to film this wall. The last one we filmed was, I think, a month ago, but we decided to play this one tonight because it has more writings on it. The wall now is almost covered, fully covered again in gray. The first time I started looking at this wall, I think, was a long time ago, where I chose one word or one phrase from it that spoke to me a lot, and it was called "I told you it's going to be big." This was the first time how this wall took my attention. This wall speaks to both of us in many different ways. For me, it's a place where I feel the city speaks to me, I can speak to the city, and at the same time, the wall has the metaphor, because it's next to the airport, plays this role that behind this wall there's somehow freedom, or there's somehow a way out of this country. But what is happening with the people that are staying there? Me, I tried to as well speak to the city. And in 2006, during the Israeli bombardments of the southern suburbs of Beirut and the south of Lebanon, the bombardments were happening mainly at night, very heavy, like rain. The city was completely in darkness because, for sure, what they first hit was the infrastructure of the country, including electricity and water. I, with a very naive idea, thought I would like to speak to the city, I would like to bring some sort of motivation and try to go spray at night during the bombardments so the people of Beirut, when they wake up in the morning, they can meet this graffiti if they pass next to it, and maybe it will give them some motivation. I spoke to a friend of mine who actually knew how to write graffitis in a Western style, in a Western artistic style, and we used chrome and black, which is the most used graffiti colors because you can cover everything with it, including a train, a wall, or anything that you can think of. And what's brilliant about it, it lights at night. So Beirut Mabitmut was done almost 16 years ago, and it was a series of many different graffitis that I tried to spray back then. I will show you an example of another one. This is Ya Beirut. And what happened is that once the Israeli bombardment stops, there was a series of bomb cars that were coming in Beirut. So each time there was a bomb car, I went to the street and left a message. This one says, "Ya Beirut." The one before said, "Beirut never dies." All the other graffitis disappeared. They disappeared not because they were censored, but because some sort walls disappeared, the buildings disappeared, the city changes. The only graffiti that is still till today is "Beirut never dies." This image was taken this year, and it's still standing there. In 2007, during the elections, the parliamentary elections, some political party decided to reappropriate this message, this slogan that says "Beirut never dies," and use it as an advertisement for their campaign. And as you can tell, it's written in big up, and under it you have the four coffins and covered with the Lebanese flag. The slogan was not really a slogan that was in use in many different ways, or it wasn't really hip at all. It was just, as I said, written from the heart, written for the city, with no
no political interest whatsoever. Another idea, another way how this graffiti got appropriated, this is a Lebanese designer who used it for her purses. And the purse looks like this. And when it's open, it looks like that. This is another way how this slogan continued living. This is more recent. This is 2019. And this is a lady during the demonstrations in Beirut holding this paper that says Beirut Samda, which means Beirut is holding on. And hashtag Beirut Mabitmut, Beirut never dies. I would like to open parentheses and show you the sketch I did. And this was somehow my plan to do one last big graffiti on the walls of Beirut to leave one last message. And this was meant to be on the wall of the port of Beirut. I tried to sketch very quickly in the back the containers, the ship, just for me to have an idea how this can look. And the message was Maktabat Beirut al-Wataniya, which reads into the National Library of Beirut. And this was a metaphor for the corruption happening behind this wall, and as well a metaphor for the fact of all the missing public spaces we have in the city, including a public library. What happened is, clearly, I didn't do this graffiti, but what happened instead, the port exploded in August 2020. A couple days after the explosion, the slogan appeared again in the city, and it appeared in big and in many times. This is, for example, one billboard sponsored by Promomedia, where you see the Lebanese flag. On top of it, it says Beirut Mabitmut, Beirut never dies, and under it, Yasitta Dunya Ya Beirut, which translates into, O Beirut, you the woman, or you the lady of the world. I will show you another image of the same billboard 100 meters away from the first one. This is next to the electricity building. You can still see for sure the destruction in the back and the contrast of the billboard and the city. To my surprise, I discovered as well this shop, one of them that used as well or appropriated this slogan again. This is a shop where you can exchange money, receive money, send money, charge your card, your SIM cards. And again, it was used, but this time very clearly on top of the image of the port and with the Lebanese flag and the map of Lebanon. Dana Muhammad. Dana Muhammad. Samer Alib Sari. Sari Bhabak Sari. Sari, ich liebe dich, Sari. Samer Herz Sari. Laba. Laba steht wahrscheinlich für Labatoire, Französisch Schlachthaus. Bhabak Sari. Sari Alib Samer. Ich liebe dich, Sari. Sari Herz Samer. بحبك ساري بحبك ساري محمد بحبك يا ساري ich liebe dich Sari ich liebe ساري dich بحبك Sari محمد ich liebe dich du Sari محمد ich liebe dich Sari محمد ich liebe dich du Sari بحبك ساري ich liebe dich Sari Hashtag موسى الصدر Hashtag موسى الصدر موسى الصدر ist der Gründer der Amal-Partei, der am 25. August 1978 bei einem offiziellen Besuch Gaddafis in Libyens Hauptstadt in Tripolis verschwindet. Bis heute ist es unklar, ob Musa Sadr noch am Leben ist. Allah, ya waja al-amr, tlitnaat. Allah, der Schmerz meines Lebens. Sari al-Bsamer. Sari, Herz, Samar. أسود جبل محسن أحمد عمران أحمد سعيفين عمران الشلوف
Schwarzer Berg Mohsen, Bezeichnung eines Stadtviertel Tripolis, Ahmed Zweifan Umran al-Shalouf. Mohammed, bhabbak Sari. Ich liebe dich, Sari. Mohammed, bhabbak Sari. Ich liebe dich. Habak Sari, Mohammed, Habak Sari. Ich liebe dich, Sari, Mohammed. Arsenal. Ich liebe dich, Sari, Arsenal. Dream. Dream. Intadirha. Warte auf sie. Zena, ja kulli dunya. Zena, du bist die Welt. Mumi, alib, albi, alib. Mumi, mein Herz, Herz. بحبك غالي رجالك سندك. Ich liebe dich Schatz, deine Männer sind an deiner Seite, ich liebe dich. أبو تيم اشتقت لك. أبو تيم, ich vermisse dich. Dritter Sechster. تسنيم ما فيا أعيش بدونك. تسنيم, es gibt keine Liebe ohne dich. علمك يا دهر شايل علينا هاشتاج زيبا. So, was machst du? Höchstwahrscheinlich ein Auszug aus einem Gedicht. Hashtag Wasserwaage. Man nasna'u al-khubz wal-ughniyat. 91 J alib. Zusammen produzieren wir Brot und Lieder. 91 J Herz. Alhamdulillah as-salami Hajj Hamza alib. Danke Gott für deine Gesundheit, Hajj Hamza. Ein Gruß, mit dem jeder begrüßt wird, der von einer Reise zurückkehrt. أبو شمس وجواد رقابي محمد الأ أبو شمس جواد جواد سنزيت أبو شمس محمد الكاك محا الله wurde entfernt Gott بحبك حب فلسطيني ich liebe dich wie palästinensische Liebe قال أحد علماء المسلمين مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. Ein muslimischer Gelehrter sagte, was auch immer du dir vorstellst, Gott sieht so nicht aus. أحمد الخضر بار الشام يحيى فينا. Ahmed al-Khudr lebt in uns weiter, Damaskus. Eine Formulierung, die für einen Märtyrer angewendet wird. Ahmed ist also wahrscheinlich als Kämpfer in Syrien gestorben. الله خالق السماء فلا يسكنها. Gott hat den Himmel geschaffen, aus diesem Grund lebt er nicht dort. Lillo Amiri. Lillo mein Prinz. Ayman alib Rasha. Ayman liebt Rasha. ومن وصف الله بصفة من صفات البشر فقد كفر. Und wer Gott einen Menschen nennt, ist ein Ungläubiger. 12/8/2017 TOG, Dua und Ahmed zusammen. Malakun ana law tasbahina habibati 3 نقط. Wenn du meine Geliebte wirst, bin ich der König. Punkt, Punkt, Punkt. Mumi Alib. Mumi Herz. Wuhush Jabal Dabal Kanfer Dib Ul Boz. Die Monster der Berge, Hyänen und andere Tiere, die wir nicht übersetzen konnten. Anij Al Asad. Die Haut des Löwen. Jawad Abu Shamas. Jawad Abu Shamas. وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما. Einst waren wir Fremde und jetzt für immer Freunde.
Thank you.